Hannes Stricker weiß um die Tücken des Überlingersees und wird nicht müde, ihn aus allen Perspektiven zu malen. Mit seiner Begeisterung steckt er auch Wildfremde an. Und immer hat er seine Skizzen dabei. Schöne Aussicht hinüber zum Gehrenberg. Was wächst da in dem Falken? Das sind Obstanlagen, riesige Obstanlagen. Tschüss. Die Seeperle von Ewald Gies bringt die Touristen direkt an die sagenumwobene Marienschlucht. Hierher kommt man bequem nur mit dem Schiff oder über lange Wanderwege. Die Schlucht ist rund 100 Meter tief in das Molassegestein eingeschnitten. Bis 1900 kannte sie niemand. Mit viel Pioniergeist hat damals der Graf von Bodmann die Schlucht begehbar gemacht und seiner Frau Maria gewidmet. Seither kann jeder sie durchwandern. Allerdings nur über Treppen und Stiegen kann man sie bezwingen. Diese Landschaft hat es dem Maler Hannes Stricker angetan. Immer und immer wieder malt er den geheimnisvollen Tupel. Er ist fasziniert von den Gesteinsbildungen, die die Gletscher vor 10.000 Jahren geschaffen haben und die Winde und Regen bis heute weiterschleifen. Man vermutet das nicht am Bodensee. Vor allem an unserem Ufer, auf dem Schweizer Ufer, ist ja alles flach. Da hat es keine solchen Bäche, wir haben keine Sandsteinwände. Und jedes Mal, wenn ich an den Überlinger See komme, dann staune ich, was mit diesem Sandstein gemacht worden ist. Hier hat jetzt die Natur gearbeitet. Ja, es ist eigentlich ein Gebirge auf sehr tiefem Niveau, aber eindrücklich. Bis ich solche Felsen habe bei uns im Thurgau, dann muss ich hinauf in den Alpstein klettern. Und dann sind das, der Sandstein hat schon eine besondere Ausstrahlung. Und doch, das gefällt mir sehr gut. Die zarten Aquarellfarben entsprechen dem sich ständig ändernden Molassestein. Ich hatte auch sehr streng im Beruf. Ich habe nebenberuflich noch gearbeitet als Zivilschutzbeamter und im Militär hatte ich viel zu tun. Und das Malen ist, das ist Ausspannen pur, das ist aktive Erholung. Man sitzt ruhig hin. Und wenn ich dann auf langen Märschen unterwegs bin, dann setze ich mich nicht auf einen Stuhl, sondern eben auf dieses behelfsmäßige Isolierkissen, das von einem Bau stammt. Und dann kann man die Beine ausstrecken und sich auch so aktiv erholen. Hannes Stricker hat sich vorgenommen, an einem Tag den gesamten Überlinger See zu umwandern. Das ist zu schaffen. Nächstes Ziel ist der Haldenhof. Der Mann kennt wirklich jeden Winkel des Überlinger Sees, sogar bis ins kleinste Detail. Er hat alle Wanderwege gezeichnet und als Bildband herausgegeben. Ja, ich kenne diese Gegend schon seit meiner Jugend. Bin schon über den Bodensee marschiert zur Seegfröhrni. Und der Überlinger See hat mich immer besonders fasziniert. Und wie zur Seegfröhrni 1962 schreibt Stricker seine Wanderkarten von Hand, als gäbe es in der Schweiz keine Computer. Das ist eine interessante Frage, die Sie mir stellen. Ich habe einen ähnlichen Wanderführer gemacht für ein Bergdorf. Da waren wir mit unseren Schülern immer im Skilager. Und da musste ich die zweite Auflage herstellen. Ich hatte keine Zeit und ich habe diese Verantwortlichen gefragt, kann ich das mit dem Computer schreiben? Es ginge mir schneller und leichter von der Hand. Und da haben diese einfachen Bergbauern sich gewünscht, dass das wieder von Hand geschrieben wird, gerade als wohltuender Gegensatz zu all diesen computergesteuerten Schriften und Zeichnungen.